Hier die Frage. Zwei Schornsteinfeger steigen aus einem Kamin. Der eine ganz schwarz und der andere ganz weiß. Also, welcher der beiden geht sich waschen? Was? Natürlich der Schwarze, das liegt doch auf der Hand. Tut mir leid, aber du hast wirklich keine Ahnung vom Talmud. Ach ja? Und warum nicht? Denk nach. Der Schwarze sieht, dass der andere ganz weiß ist und glaubt natürlich auch, er sei weiß. Du meinst, der Weiße sieht, dass der andere ganz schwarz ist und hält sich für ebenso schwarz. Also geht der Weiße sich waschen und nicht der Schwarze. Nein, du denkst auch wirklich nicht nach. Der Weiße, der sich für schwarz hält, sieht einen Schwarzen, der sich für weiß hält, während der Schwarze einen Weißen sieht, der sich für schwarz hält. In dem Fall geht sich eben keiner der beiden waschen. Und warum gehen sich nicht alle beide waschen? Ja, das frage ich mich auch. Das fragst du dich auch. Seit wann können denn aus ein und demselben Kamin ein weißer und ein schwarzer Schornsteinfeger steigen? Gute Frage, sehr gute Frage. Ich wiederhole. Der Weiße sieht einen Schwarzen, der einen Weißen sieht, der sich für schwarz hält. Und der Schwarze sieht einen Weißen, der einen Schwarzen sieht, der sich für weiß hält. Gar nicht so einfach. Aber nein, es ist ganz leicht. Der Weiße sieht, dass seine Hand weiß ist und der Schwarze sieht, dass seine Hand schwarz ist. Du meinst, derjenige, der sieht, dass seine Hand sauber ist, wird sich nicht waschen und derjenige, der sieht, dass seine Hand schmutzig ist, wird sich waschen? Das ist zu leicht. Ein Mann kann sauber sein und trotzdem den Wunsch haben, sich zu waschen. Oder schmutzig sein, ohne sich jemals waschen zu wollen. Wie du zum Beispiel. Aber der Weiße hat vielleicht noch einen anderen Kamin zu kehren, vor allem, wenn er noch nicht Feierabend hat. Warum sollte er sich also waschen gehen? Natürlich kann er den Wunsch haben, sich zu waschen, auch wenn keiner sieht, dass er schmutzig ist. Einfach, weil er sich schmutzig fühlt. Ja, ein Mensch kann sich schmutzig fühlen, sogar ständig. Aber nein, dann wäre er ja ein Neurotiker, ein neurotischer Schornsteinfeger mit Waschzwang. Jedenfalls nach dem Talmud von Babylonien. Denn der von Jerusalem gibt sich nicht mit solchen Winkelzügen ab. Aber vielleicht kommt der Weiße ganz einfach aus Jerusalem und der Schwarze aus Babylonien. Was meinst du? Moment mal. Seit wann steigt einer schwarz und einer weiß aus einem Kamin? Das ist eine Falle. Beide müssten schwarz sein. Vielleicht hat der Erste einfach nur den ganzen Ruß abbekommen. Wie? Der Kamin ist beim Zweiten sauber? Der Erste steigt also ganz schwarz und der Zweite ganz weiß heraus? Viel zu leicht. Glaubst du, der Talmud stellt eine so subtile Frage, wenn die Antwort so einfach ist? Ich glaube gar nichts. Ich versuche zu verstehen. Du versuchst zu verstehen. Gut, ich wiederhole. Zwei Schornsteinfeger steigen aus einem Kamin. Der eine schwarz, der andere weiß. Welcher der beiden geht sich waschen? Nehmen wir mal an, es wäre Nacht, wie Rashi sagt. Dann sieht der Weiße immer noch, dass er weiß ist, während der Schwarze mehr Mühe hätte. Doch wenn der Schwarze sich nicht sieht, könnte er daraus schließen, dass er schwarz ist. Aber der Weiße auch. Und was bedeutet das? Dass der Mensch nicht unbedingt Licht braucht, um sich zu waschen. Genau das sagt Rashi auch. Glaubst du? Ganz ehrlich? Nein. Der Schwarze hält sich für weiß und sieht einen Weißen, der sich für schwarz hält. Aber ist ein Weißer, der sich für schwarz hält, weißer als ein Weißer, der sich für weiß hält? Ebenso gut könntest du fragen, leuchtet eine Kerze in einer dunklen Höhle bei Nacht stärker als bei Tag? Wir haben doch gesagt, dass es Nacht ist. Zwei Schornsteinfeger, die nachts den Kamin kehren? Dürfen sie nicht nachts arbeiten als freie Menschen? Was hat das denn mit Freiheit zu tun? Das sind Arbeiter, die ihre Arbeit anständig machen und dafür brauchen sie Tageslicht. Sagen wir, sie haben bei Tag angefangen und sich verspätet, sodass es Nacht ist, als sie aus dem Kamin steigen. Vielleicht ist Winter und es wird früher dunkel. Das macht alles noch komplizierter. Wie sollen sie im Winter erkennen, wer schmutzig und wer sauber ist? Und wenn es gerade schneit? Gut, beide sind schwarz, aber einer ist mit Schnee bedeckt und deshalb weiß. Aber manchmal ist Schnee auch schmutzig, also schwarz. Schwarzer Schnee kann den Weißen schwarz machen und weißer Schnee kann den Schwarzen weiß machen. Also welcher von beiden geht sich waschen? Und wenn sie blind waren und nichts sahen als immer nur tiefste Nacht? Zwei blinde Schornsteinfeger? Und wenn die Frage lautete, zwei Blinde, einer schwarz, der andere weiß, welcher von beiden geht sich waschen? Dann hätte der Talmud von Blinden gesprochen. Ja, aber die Antwort, dass der Schmutzige sich waschen geht, ist so einfach, dass der Talmud uns sicher zu verstehen geben will, dass sie blind sind. Wie können sie dann einen Kamin kehren? Noch nie gesehen, wie ein Blinder Klavier spielt? Zwei Schornsteinfeger, die Klavier spielen? Nein, aber wenn zwei Blinde vierhändig Beethoven spielen können, können sie auch in einen Kamin steigen. Warum lautet die Frage dann nicht, welcher der beiden Pianisten geht sich nach dem Konzert waschen?
Genau das ist doch die Frage. Nur, dass es Schornsteinfeger sind. Ja, und Blinde. Hast du schon mal zwei Schornsteinfeger Klavier spielen sehen? Nein, aber das würde ich gern. Aber sag mal eine Frage. Hast du schon mal Schornsteinfeger gesehen? Nein, ich auch nicht.